Samstagmorgen in Lofer. Es ist Abschiedszeit. Der letzte Wettkampftag heisst auch Lofer auf Wiedersehen sagen. Doch zuerst gilt es nochmal ernst. Mit dem Einzelsprintrennen ist noch einiges auf dem Programm. Als erstes für die Schweiz geht es Arina Zimmermann ins Rennen. Es ist der erste von zwei Qualiläufen, bei denen der bessere zählt. Die schnellsten 15 kommen ins Finale. Unsere Weltmeisterin stellt gerade klar, wer der Chef auf dem Bach ist und macht gerade im ersten Lauf Bestzeit. Ihrem Bruder läuft es aber nicht so rund. Fahrfehler wie der sind stellvertretend für seinen ersten Lauf. Am Teamkollegen Nico Meyer klingt die Fahrt zwar schöner, aber fehlt es ihm nach den strengen letzten Tagen deutlich an Spritzigkeit. Seine Reserve wird nicht mehr für ein Finale zu gelangen. Unserem Bronzeboy, Alexis Morfitt, läuft es allerdings auch nicht so rund. Er klassiert sich als bester Schweizer nach dem ersten Lauf nur auf dem 17. Zwischenrang. Der Heinz Weiss versucht zu klären. Bei den Jungs merkt man, dass langsam zieht an der Kräfte. Oder? Die haben jetzt jeden Tag mehr Läufe müssen fahren. Und, ich denke, die beim Nico hat man es gemerkt, er ist nicht mehr auf der Höhe, hat Probleme. Auch der Urs ist jetzt rübergefahren, am Ende war der Alistair gewesen, aber eben, da hat es natürlich jetzt schon beim Sprint, merkt man schon, dass viele Nationen auch vermehrt auf den Sprint setzen und da viel stärker fahren. Im zweiten Lauf kann entspannt Arina Zimmermann locker runterfahren. Ihre Bestzeit aus dem ersten Lauf ist Garantie für einen Finaleinzug. Spannender ist es daher bei den Jungs. Ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, gibt der Urs und der L alles. Der nächste Plan gelingt. Schaffen doch beide überraschenden Finaleinzug mit dem 11. und 9. Platz. Dementsprechend geht es gut gelohnt in die Mittagspause. Am späteren Nachmittag geht es weiter. Im Frauenfinale ist Arina die Favoritin, aber nicht die einzige. Die Tschechin Martina Čechová, zweitplatzierte nach der Quali, schafft eine Bombenzeit. Eine hohe Hürde für den Weltmeistertitel. Arina Zimmermann geht nervös am Start. Der Druck und der Kenntnis im Training drücken im Hinterkopf. Wird es gleich für eine Medaille länger? Es wird. Entfesselt, wie man es von der sonst so schüchternen Buchserie gewohnt ist, paddelt sie ihr letztes Rennen von dieser WM. Zieldurchfahrt und geschafft. Silber, zwar verpasst sie wegen 26 Hundertstel, äußerst knapp den Titel, aber in keiner Disziplin liegt Triumph und Enttäuschung so nahe beieinander wie im Sprint. Ein glücklicher Heinz Weiss meint. Sensationell, also jetzt haben wir alle drei Medaillen im Kanu-Club Nidwald, Gold, Silber, Bronze. Es ist schwierig, den Sprint alles auf den Punkt zu bringen. Selina ist auch gut gefahren, im zweiten Lauf, Tschechien auch. Es war sehr eng gewesen, und wir haben noch Potenzial für die nächste Meisterschaft. Also von dieser Seite her absolut Top-Resultat. Glücklich wie noch etwas. Selina Zimmermann, Weltmeisterin über die Langdistanz und jetzt noch Vize-Weltmeisterin über den Sprint. Wie fühlst du dich? Es ist absolut geil, ich hätte es nie gedacht. Vor allem im Sprint war es relativ knapp jetzt. Aber ich bin mega froh, dass es eben passiert ist. Also, es ist einfach cool. Selina wird Vize-Weltmeister über Sprint. Kurz Wort dazu. Es ist genial. Mit so jungen Jungen. Nach dem Erfolg hoffen wir auf ein zweites Kanonwunder bei den Herren. Doch leider, wie so oft im Sport, kommt es nicht so wie erhofft. Der Urs macht in der Aufregung vor dem Rennen seine Spritztechni nicht korrekt an. Dadurch kommt bei jeder durchfahrenen Welle Wasser ins Boot. Mit diesem Zusatzgewicht gibt es nichts mehr zu reissen. Er wird 15. Der Alistair Morfitt fährt gut runter. Für eine weitere Sensation reicht es zwar nicht mehr, aber mit der Verteidigung vom 9. Rang klingt durchaus ein Achtungserfolg. Auch hier sind wir ja nicht verwöhnt. Also wir sind in einem Sprint mit zwei Leuten im Finale. Das haben wir auch noch nie gehabt. Ich finde, das ist eine super Sache. Klar, da ist auch immer ein Glück dabei. Und jetzt bei den Leuten, die alle Rennen müssen fahren, ist auch ein bisschen noch ein Problem von der Kraft und Kondition. Das haben alle natürlich. Ja. Er ist Morfitt, Sprint Einzelrennen Berner mit dem 9. Platz. Bist du zufrieden? Ja, also Sprint ist das ja nicht meine spezielle Disziplin. Letztes Jahr war ich stärker im Sprint, aber das ja nicht so stark. Und ja, ich bin zufrieden. Allgemeines Fazit von der WM, außerordentlich erfolgreich für dich. Ich denke, du wirst Lofer mit einem Lächeln verlassen. Ja, definitiv. So, habe vielleicht das Bettchen für mich gekauft heute, aber es ist ganz geil. Und ich habe, glaube ich, die beste Resultate von irgendeinem Härte überall total gemacht. Also bei den Junioren, also für die Schweiz, also bin ich. Ich bin happy. Die WM ist fertig. Unterm Strich bist du zufrieden. Das war eine gute Sache. Ja, ich bin zufrieden. Es war eine geile WM. Nächstes Jahr wird noch eine geile. Am Abend geht es nach St. Martin, das Nachbardorf von Lofer. Denn es gibt noch einen Vizetitel für unsere Schweizer zu feiern. Selina Zimmermann!